Vor einigen Jahren wurden 8 Männer und Frauen in der Spezialeinheit wegen einer Mahlzeit verurteilt, die sie nicht zubereitet hatten. Sie brachen aus der JVA-Kantine aus und tauchten auf YouTube unter. Seitdem werden sie von Tim Melzer gejagt. Aber sie helfen anderen, die auch hungrig sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal nichts zu fressen haben, nur Scheiße kochen können und sie nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das OSC-Team. Stellen wir Franziska mal vor. Schon wieder? Ja. Miau, miau. So, Lina verkostet jetzt unseren Teig. Lina. Zitrone. Mutti, würdest du bitte gehen? Wir wollen hier drehen. Und blöde Kommentare aus dem Off wollten wir letztes Mal schon vermeiden. Hä? Ja, Leute, die im Bild nicht zu sehen sind und immer ihren Senf dazugeben müssen. Lass doch einfach den. Der steht kochen, das wirkt jetzt wieder unprofessionell. Oh, oh, der macht das falsch. Oh, der macht das falsch. Fuß aufgeschlagen. Mutti, gehst du bitte raus? Danke. Hallo, ich bin Elton. Ich bin heute der Kameramann bei unserem kleinen Kochkurs und ansonsten bei OSC One einer der maßgeblichen Köpfe, Ideengeber. Machen wir es nochmal. Gut, wieder zurück zu den Bananen. Jene müssen erst halbiert werden. Dann gefüllt. Was? Das stimmt überhaupt gar nicht. Zitronensaft muss doch. Und dann nicht. Ja, genau. Und dann gesechzehntelt. Und dann 32. Und dann gesiebzehntelt. Nein! Die Bananen werden jetzt gewendet. Du musst es nicht nochmal wiederholen. Die Zuschauer haben es bei seinem ersten Mal wirklich. Ich werde es sowieso nochmal wiederholen. Abgesehen von den RTL-Zuschauern, die brauchen das mindestens dreimal. Die Bananen werden jetzt gewendet. Fein, die Bananen werden jetzt gewendet. Und man sieht genau, der Sesam haftet. Total. Hallo, ich bin Elton. Das ist ein Wildschweinhuf. Sexy. Der ist noch von meiner Oma, bitte nicht kaputt machen, das ist ein Erbstück. Warum hat deine Oma Wildschweinhufe? Ist da irgendwie komisch eingeheiratet worden oder was? Also, willkommen zum dritten Teil von OSC One Cocked am heutigen Tage. Es geht um ein Getränk namens Pussy Schnaps. Dazu benötigen wir Schlagsahne, Maracuja-Saft, Wodka, Joghurt, Vanillinzucker, normalen Zucker. Das Zeug sieht sehr nach Proteinen aus. Muss ich mal anmerken. Könnte das sein, wenn da Milchprodukte drin sind, dass da Proteine drin enthalten? Ich meine nur, es ähnelt einer gewissen Substanz. Das schneiden wir raus. Wirklich, also manche Kommentare. Was? Ja. Schluck. Ich kann nichts dafür. Das war halt einfach nur. Einfach bloß sein versauter. Das war einfach eine Tatsachenbehauptung. Ja, ja. Du und deine Tatsachenbehauptung. Hallo, ich bin Elton von OSC One. Heute bin ich der Kameramann bei OSC One Kocht und ich neige gerne dazu, mehrere Aufnahmen ein und derselben, Scheiße noch. So, jetzt möchte ich Kommentare hören. Also es ist ungenießbar, ich würde nicht mal meinen Wunsch fressen, das sage ich dir. Und... Wunderbar, nicht wahr? Das ist doch mal erst eines Equipment. Muss man mal mit ein bisschen Gewalt an die Sache rangehen. Cookie Man hier. Yes! So, jetzt habe ich es fast. Jawohl! Ja, ist eben, sag mal, wenn du so wahnsinnig. Dann macht einer von euch. Ja, genau, weil wir alles Mädchen sind, ne? Was tun Sie da jetzt gerade vor? Ja, siehst du doch. Hallo, ich bin Nelson. So, du bist nicht Nelson. Lecker Hundefutter. Meine Mutti bereitet jetzt noch Hundefutter zu. Sehr lecker, das werde ich nachher verkosten. Das möchte ich sehen. Nächste Tag hat der Herpes. Dann haben wir bei der nächsten. Der hat dann Herpes ohne Ende. Ja, wenn ich es aus den Dingen fresse, ja. Wir sind hier nicht im 5-Sterne-Hotel. Wehe, stellt ihr das ins Internet. Ein Satz heiße Löffel. Und was anderes dazu. Wir haben nur 37 Minuten, du musst es jetzt schaffen. Du musst auch noch mehr Kassetten. Okay, nochmal bitte. Hallo, ich bin Elton.
was macht ihr jetzt mit dem Film? Den führt ihr irgendwo vor? Den schneiden wir und schneiden wir richtig zusammen und dann stellen wir ihn ins Internet. Und dann machen wir noch mehr Filme und wollen mal sehen, ob uns ein paar Leute entdecken als neue Filmersensationen. Ach, du meinst, du machst denn anders, wo deine Karriere so als Filmproduzent? Er geht nach Hollywood. Nee, da kommt er nicht hin. Ja.